Was treibt die Leute um? Welche Themen sind es? Und das ist, glaube ich, für alle Kommunalpolitiker ein ganz guter Rat. Denn entscheidend ist doch für viele nicht der große Bundestrend, wenn sie ihr Wahlkreuz machen auf dem großen Zettel, sondern das, was in ihrer Gemeinde vor sich geht oder in ihrem Kreis. Und in Hersfeld-Rotenburg, wo ein neuer Landrat zur Wahl anstand, da gab es auch ganz klare Themen, von denen man jetzt wohl sagen kann, die waren wahlentscheidend. Hersfeld-Rotenburg haben sich 121.000 Menschen zum Leben ausgesucht, verteilt auf 1.100 Quadratkilometer. Kulturfans aus ganz Deutschland pilgern gern zu den traditionellen Bad Hersfelder Festspielen. Und das sind die wichtigsten Themen hier. Für die Läden müsse mehr getan werden, fordern Gewerbetreibende, nicht nur wegen Corona. Denn die große Konkurrenz aus dem Internet sitzt auch direkt hier. Ortswechsel Rotenburg an der Fulda Fachwerkperle. Nach Millionen Verlusten soll hier das Herz-Kreislauf-Zentrum dicht gemacht und nach Bad Hersfeld verlegt werden. Hunderte Arbeitsplätze sind in Gefahr. Das geht immer auf Kosten der Bürger und Bürgerinnen und kostet meistens nur Arbeitsplätze. Es wird wenig in Rotenburg investiert noch. Das geht überwiegend alles nach Bad Hersfeld rein. Die Zukunft der medizinischen Versorgung könnte für viele hier entscheidend bei ihrer Wahl gewesen sein. Ja, und die hat eine kleine Sensation hervorgebracht. Es wurde nämlich ein amtierender Landrat abgewählt. Und das passiert nun auch nicht alle Tage. In Bad Hersfeld ist mein Kollege Thomas Haß mit dem Sieger dieser Wahl. Wenn ich antrete, dann will ich auch gewinnen, hat der SPD-Mann Thorsten Warnecke vor der Wahl als Marschrichtung ausgegeben und das heute auch sehr eindrucksvoll unter Beweis gestellt. 62,13% sein Ergebnis für den ganzen Kreis. In Rotenburg sogar 80%. Amtsinhaber Michael Koch deutlich abgeschlagen mit 37,87%. Herr Warnecke, der künftige Landrat, erstmal herzlichen Glückwunsch zu diesem Wahlergebnis. Das sind Zahlen, von denen andere träumen können. Inwieweit hat es Sie denn überrascht? Überrascht und auch beeindruckt, ja. Was glauben Sie, inwieweit war tatsächlich die Zukunft der Herz-Kreis-Klinik, das Herz-Kreislauf-Zentrum, so heißt es richtig, in Rotenburg, ausschlaggebend für dieses Ergebnis? Vielleicht nicht nur die Frage, wie es weitergeht mit dem Klinikum, sondern auch, wie damit umgegangen wurde. Das war sicherlich ausschlaggebend. Es wurde zu wenig kommuniziert, die Bürgerinnen und Bürger wurden nicht mitgenommen. Sie haben im Vorfeld gesagt, Sie möchten die Kliniklandschaft so erhalten. Das kostet natürlich Geld. Woher soll das Geld kommen? Vom Land. Vom Land Hessen. Ich habe schon im Mai im Landtag gesagt, dass wir 100 Millionen vom Land brauchen. Danach sieht es im Moment nicht aus. Und deshalb sind manche Träume, die da im Moment formuliert werden, möglicherweise gar nicht umsetzbar. Was möchten Sie denn davon losgelöst anders machen als noch Amtsinhaber Michael Koch? Na, ich will die Bürgerinnen und Bürger und vor allen Dingen natürlich die ehrenamtlichen Kreistagsabgeordneten stärker einbeziehen. Wir haben nur 6 Kreistagssitzungen im Jahr und die werden nicht gut informiert, die Kreistagsabgeordneten. Also, vielen Dank, Herr Warnecke. Offenbar zieht hier im Landkreis Hersfeld-Rotenburg ein neuer Politikstil ein. Zumindest ist das das, was der neue Landrat, der künftige Landrat vorhat. Und er wird gleich von Anbeginn unter Beobachtung stehen, insbesondere weil es um die Zukunft der Kliniklandschaft hier im Kreis geht.